Swiss Arts ist wieder im Gespräch mit unseren Bewerberinnen und Bewerbern. Heute haben wir ein ganz spezielles Gespräch zu einem ganz speziellen Thema, wie ihr hier seht. Und mit mir zusammen heute ist der Gutim Sadovci. Insofern speziell, weil er mein Bruder ist. Hören wir mal zu, was er uns zu sagen hat. Prison Art ist eine junge Fashion-Marke mit Ursprung aus Mexiko. Der Name sagt schon, die Produkte stammen aus dem Gefängnis. Sehr beliebt ist unsere tätowierte Linie, die man hier schön sehen kann. Das also ist die alle hier eigentlich. Genau, ja, das ist Leder, das darauf tätowiert worden ist von den Gefängnisinsassen. Entstanden ist das Projekt eigentlich mit dem Grund, Häftlinge rehabilitieren und resozialisieren. Das heisst, wir geben, oder das Projekt gibt ihnen eine zweite Chance und einen sicheren Job nach der Entlassung. Ja, und die Taschen, so wie ich das sehe, sind Einzelstück. Genau, also alles, was man so an der tätowierten Linie sieht, sind Einzelstück und Unikate. Also meine Taschen zum Beispiel, die ich für meinen persönlichen Gebrauch nutze, gibt es nur eine auf der Welt. So wie der einzige mit dieser Tasche. Und finanziell unterstützt werden grundsätzlich die oft vergessenen Familienmitglieder und Kinder der Gefangenen. Genau. Genau. Also wir sind der Generalimporteur für Schweiz, Deutschland und Österreich. Angefangen haben wir das Dritte, aber meine Schwester hat sich jetzt auch selbstständig gemacht in der Kosmetikbranche. Ihr Laden ist gewachsen und jetzt hat sie weniger Zeit für uns, respektive mir zu helfen, das zu vertreiben hier. Also du redest von unserer Schwester oder du hast nicht noch eine andere? Nein, von unserer Schwester. Gut, und dann noch schnell meine Frage, ihr habt sie jetzt in die Schweiz gebracht, aber warum? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Prison Art oder das Beispiel als Business Case zu nehmen? Das hat so angefangen. Im 2016 habe ich Berufsmatur gemacht, Vollzeit. Und dann ist der Joel, mein Geschäftspartner, zurückgekommen von der Ferien und hat mir ein Geschenk mitgebracht. Ich zeige dir das mal. Mhm. Das ist ein Portemonnaie von Prison Art, von der nicht tätowierte Linie. Ja. Und dann hat er mir ein bisschen so eine Geschichte erzählt, was so der Hintergrund ist und wie er dazu gekommen ist. Und zwar der Jorge, der Gründer, er war im Gefängnis. Unzurecht, sage ich jetzt. Und dann ist er so auf die Idee gekommen, dass mit dem an die Öffentlichkeit geholt haben. Der Joel ist also von Jorge und Mexiko in die Schweiz gekommen, hat das Portemonnaie mitgebracht und hat gefragt, machen wir das in der Schweiz. Was mich interessiert ist, wieso hast du ja gesagt? Genau, richtig. Der Joel hat mich das gefragt und meine Überlegung war folgende. Und zwar, ich kann mich mit diesem Projekt sozial engagieren, Verantwortung übernehmen und gleichzeitig wirtschaftlich sein. Zudem finde ich, dass wir sehen so in der Schweiz Paradebeispiel Gefangene, wenn man sie resozialisieren will, bringt es nichts, wenn man sie erniedrigt. Auch sie haben einen Wert und wollen wie ein Mensch behandelt werden. Genau, richtig. Das ist die zweite Chance, an die ich glaube. Weil wir haben auch immer eine zweite Chance bekommen. Und nur so kann man die Fehler, die man gemacht hat, wieder gut machen. Und ich sage auch immer, oder ich gehe davon aus, dass die Leute jetzt in Mexiko, die Gefangenen, einen Fehler gemacht haben, weil sie keinen anderen Weg hatten. Wir geben ihnen die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen und etwas Tolles daraus zu machen. Und vor allem, wenn sie dann, wenn ich es richtig verstehe, wenn sie aus dem Gefängnis draußen sind, dass sie eine Chance haben, viel geringeren Job zu finden, weil sie schon etwas im Gefängnis gemacht haben. Richtig, richtig, weil ich meine, auch in der Schweiz, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst, die tust du bewerben irgendwo und das heisst, du bist im Gefängnis gewesen, dann schaut man dich immer ein bisschen strenger als er jetzt mal. Das Vertrauen ist nicht da, ganz einfach. Und bei Prison Art, wir haben das Vertrauen während der Zeit zu ihnen aufgebaut, wo sie im Gefängnis waren und sich an die Rahmenbedingungen gehalten haben, während der ganzen Jahre.
Und wenn sie dann rauskommen, wissen sie, die können sie zu uns kommen, weiterarbeiten und Geld verdienen für sich, für ihre Familie und eben den vorher angesprochenen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Und die Taschen sind jetzt da, die sehen wir. Sehr schön, sie sind unikat. Wenn sich jetzt jemand interessiert für die, wo verkauft ihr die handgemachten Taschen? Wir verkaufen die auf unserem Online-Shop www.prisonart.ch und haben aber auch Läden, also die Läden sind in Europa und in der Welt verteilt. Prisonart Läden in Mexiko am Flughafen, in Cancun ist eins, wo man vorbeischauen kann. Dann in Barcelona gibt es noch ein Läden, wo man auch vorbeischauen kann und das Zeug anlegen und die Qualität austesten, sage ich jetzt mal, weil im Online-Shop ist das noch schwer. Oder, wenn ihr mal zu Biel seid, könnt ihr zu meiner anderen Schwester ins Kosmetikladen reingehen und die Taschen vor Ort anschauen. Eure Taschen, also die Taschen von Prison Art, zeige ich euch schnell. Die sind, wie ihr gesagt habt, unikat, von Hand gemalt, also sehr speziell. Ich selber habe auch eine gekauft, ganz am Anfang, wo sie gestartet sind. Unternehmerische Handlungen sollte man ja unterstützen. Aber der Punkt ist, die sind relativ teuer. Die sind auch unikat, sind aus Leder, sind handmade. Warum sind die so teuer? Du hast recht. Und ich habe mich eigentlich auch schon gefragt, warum sind die Taschen so teuer? Die Frage ist nicht, warum sie so teuer sind, die Frage ist eher, warum sind die anderen Taschen so billig? In jeder Tasche, die ihr hier seht, auch selbst die, die nicht tätowiert sind, da steckt Herzblut drin. Also die Taschen die schreien nach Sicherheit. Nach Sicherheit für die Gefangenen innerhalb der Gefängnisse, nach Sicherheit für ihre Familien und so weiter. Und genau die Sicherheit die bieten wir ihnen. An die oft vergessenen Familienmitglieder und Kinder der Gefängnisinsassen in Mexiko. Mega cooles Projekt, spannend. Danke vielmals. Bitte gern. Hast du einen Einblick gegeben, was in Mexiko und vor allem jetzt hier bei euch im Geschäft passiert? Und euch danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Bewerber oder bei der nächsten Bewerberin.